Steffen. Je länger wir warten, desto mehr träumen wir. Völlig reglos spielen wir ein Spiel in Gedanken. Von einem Tag in den nächsten führen wir uns die eigene Ohnmacht vor Augen. Wir verbrennen einfach alles und gehen weg. Irgendwohin. Ich habe mir irgendwie ganz schön was vorgemacht im letzten Jahr. Was sagen wir den Leuten? Mit dir habe ich keine Angst. Warte, warte. Jetzt. Liebe Freunde, Bekannte und Kollegen, vielleicht wundert ihr euch über diesen Videogruß, aber... Wir müssen doch unser Leben auch mal hinterfragen können. Wir müssen auch mal Stopp sagen können. Sag das mal denen, die gerade alles verloren haben. Wo plötzlich die ganze Existenzgrundlage weg ist. Die stehen vor nichts. Na, ihr seid doch die Schisser. Steffen. Manchmal denke ich, ihr wollt immer noch euren Schwiegereltern gefallen. Steffen. Das stimmt doch. Jetzt fehlt nur noch euer eigenes Kind, dann ist alles perfekt. Dann kommt noch ein Goldrahmen außenrum. Ja, und dann gibt's eine Urkunde. Gut gemacht. Ja, und wen wollt ihr beeindrucken? Die ganze Menschheit? Ihr tut immer so großspurig, aber... ist nichts dahinter, gar nichts. Wenn ihr mit eurem Ausstieg glücklich werdet, dann stellt ihr auch irgendwie mein Leben in Frage. Und wenn ihr scheitert, dann nehmt ihr mir auch die Hoffnung. Berichtet. Eine Revolution mit vollem Risiko. Denn die Einzigen, die davon wissen, sind wir. Bist du noch dabei?